Ich werde immer wieder gefragt, was Stöchiometrie überhaupt mit Mathematik zu tun hat und das sei ja alles so schwierig und so weiter. Ich gehe mal kurz drauf ein. Das Wort Stöchiometrie, Stöchio, ich kann es jetzt nicht direkt griechisch aussprechen, aber das heißt Grundstoff und metrisch, da geht es ums Maß. Ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel. Wir lassen mal Wasserstoff, was molekular vorkommt. Ich lasse wieder den üblichen Platz hier. Einfach zu Wasser reagieren. Knallgasreaktion, das Übliche. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, dass wir diese Gleichung ausgleichen. Denn wir wollen ja letzten Endes, dass wirklich, ich sagte Knallgasreaktion, dass es auch wirklich knallt. Das heißt, wenn ich also zu wenig Wasserstoff in diesem Gasgemisch hier auf der linken Seite habe, ja, dann wird da nicht so viel verbrennen. Oder ich habe zu viel Sauerstoff, dann bleibt noch Sauerstoff übrig. Also das Prinzip des Ausgleichens hat nicht bloß irgendwas mit, weil es schön ist, zu tun, sondern letzten Endes damit, dass man bei allen chemischen Reaktionen wirklich ein ausgewogenes Verhältnis der Stoffe, der Grundstoffe da hat, der Edukte, sagt man auch, um dann ein Produkt, ein ganz sauberes Produkt zu erhalten. Es wäre zum Beispiel möglich, das ist hier bei Wasserstoff und Sauerstoff nicht der Fall, dass es giftige Edukte sind, die aber zu einem ungiftigen Produkt werden. Nur ein Beispiel, Natrium und Chlor. Wenn ich die beiden jetzt einfach mal so zusammenbrächte, um Natriumchlorid herzustellen. Natriumchlorid ist ungiftig, das ist unser Kochsalz. Natürlich, die Menge macht's. Wenn ich ein ganzes Kilo davon zu mir nehme, dann wird es mir auch nicht gut gehen. Aber wenn ich das mal so betrachte, dann habe ich hier etwas Ungiftiges und jetzt stellt euch mal vor, es werden noch Spuren von Natrium oder von Chlor drin enthalten. Nicht nur, dass es nicht gut riecht, sondern das würde unserem Organismus schaden. Ich nehme mal die Gleichung wieder weg. Das mal ganz kurz dazu, weshalb das so wichtig ist, auszugleichen. Und es wird auch noch sichtbar sein, dass es wichtig ist, auszugleichen, weil wir dann nämlich sonst nicht richtig rechnen können. Also zur Stöchiometrie. Wir gucken uns nochmal an. Wasserstoff kommt molekular vor, Sauerstoff kommt molekular vor und es entsteht Wasserdampf dabei, wenn es dann geknallt hat. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo haben wir denn mehr? Wir haben hier bloß blöderweise auf der rechten Seite einen Sauerstoff in dem Molekül. Also müssen wir hier einfach mal eine 2 davor schreiben. Jetzt habe ich hier auf der rechten Seite zweimal Sauerstoff. Aha, allerdings habe ich jetzt hier 2 mal 2, 4 Wasserstoff. Dann schreibe ich hier noch eine 2 davor und ich habe meine Gleichung ausgeglichen. Nochmal kontrollieren. 2 mal 2 ist 4 Wasserstoff, 2 mal 2 ist 4 Wasserstoff. 2 mal O, ne? Das heißt ja, ich nehme in Gedanken hier eine Klammer darum. Ich nehme ja alles mal 2, nehme die Klammer wieder weg. Heißt also, es ist ausgeglichen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt überlegen wir uns Folgendes. Nehmen wir mal an, ich hätte wirklich bloß in diesem Stoffgemisch, jetzt komme ich zu dem Prinzip, ich hätte wirklich bloß 4 Wasserstoffatome. Die mache ich mal relativ hellblau. Nö, die mache ich dunkelgrün. So, 1, 2, 3, 4. Und ich hätte etwas hellblauer, 1, 2 Sauerstoffatome. Als Molekül wohlgemerkt. Aber ich nehme das jetzt bloß rein von der Anzahl. Dann würde auf der anderen Seite Folgendes entstehen. 1, 2. Und jetzt kommen die Wasserstoffe dazu. 1, 2. Und hier 1, 2. Was ich jetzt, das ist ein bisschen ungünstig, ich hätte das nicht so nah ran. Schade. Nein, so geht das nicht. Ich hätte diese. Nein, naja, ist egal. Ich wollte jetzt Folgendes machen. Ich wollte diese beiden Wassermoleküle, die wollte ich jetzt etwas auseinander bringen, damit keiner denkt, dass die beiden zusammenhängen. Das hängen sie auch nicht. Allerdings, was wir ganz nebenbei, was wir wissen, in Flüssigkeiten ist es so, dass die Moleküle der Flüssigkeit ganz stark, also ganz eng beieinander liegen. Bei Gasen schwirren sie noch durch die Gegend und schwingen frei. Flüssigkeiten, sie lassen sich verschieben, aber mehr ist nicht. Gut, das zu diesen Anzahlen. Jetzt gucken wir uns das mal langsam mathematisch an. Wir sagen, naja gut, hier wiegt jedes einzelne
Also jedes dieser Wasserstoffatome wiegt, und da gucken wir im Tafelwerk nach, wiegt ein U. Also hätte ich, also das ist ein U, ein Unit. Weil das so klein ist, das kann man gar nicht in Gramm oder sowas angeben, sagen wir, das ist ein U. Macht insgesamt 4 U. Auf der Sauerstoffseite müssen wir wieder im Tafelwerk nachgucken. Wenn ich mich nicht irre, also 15,999, das reicht. Jedes wiegt 16 U. Also wenn ich sage, es reicht, meine ich, wenn ich das runde. Also habe ich hier insgesamt 16 und 16, das sind 32 U. Jetzt gucke ich mal und könnte die ganze Sache nochmal hier reinschreiben. Jetzt müsste das ja funktionieren. Ich habe hier 16 und nochmal 16 plus 1, 2, 3, 4. Also 32 plus 4, das müssten dann 36 U auf der rechten Seite sein. Das ist auch so. Stoffe können ja nicht verloren gehen. Mit U zu rechnen, naja, das ist ein bisschen ungünstig, denn U ist so klein, wie gesagt, man kann es nicht mit Gramm oder gar Tonnen oder auch nicht mit Mikrogramm vergleichen. Das ist herzlich wenig. Schnell mal dazu einen Ausflug. Ich könnte ja Folgendes machen. Ich nehme jetzt mal nicht 4 U, sondern ich nehme, ja, machen wir es rund, 4000 U. 4000 U. Jetzt habe ich hier alles mal 1000 genommen, dann müsste ich ja auch 32.000 U nehmen. Und hier 36.000 U. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn ich hier einfach irgendwie die ganze Sache mit irgendeinem Faktor multipliziere, dann erhalte ich wirklich entsprechend mehrere, aber immer wieder im gleichen Verhältnis. In mehrere Masseneinheiten. Das ist aber immer noch gar nichts. Ich muss das noch weiter übertreiben. Übertreiben meine ich jetzt in Anführungsstrichen. Und zwar, die Chemiker haben Folgendes vereinbart. Die haben sich gesagt, 6,022 mal, das ist eine Riesenzahl, 10 hoch 23 Teilchen entsprechen einem Mol, haben die dazu gesagt. So, das heißt also 6 und dann kommen 23 Nullen dran, so viele Teilchen. Und was ich unter Teilchen verstehe, möchte ich nochmal drauf eingehen. Das könnten folgende sein. Ein Teilchen kann ein Atom sein. Nehmen wir wieder unsere grüne Farbe. So, und das ein Teilchen Wasserstoff. Und das mal diese 6 mal 10 hoch 23 ergibt ein Mol Wasserstoff. Ein Mol H. Ich kann aber auch sagen, ein Molekül, also H2, wieder 6 mal 10 hoch 23 genommen, ergibt ein Mol H2. Es geht um die Anzahl der Teilchen, um die Menge der Teilchen. So, und das gleiche kann ich jetzt auch mal, bleiben wir bei unserem Beispiel, Wasser. Ich wollte es ja gerne noch farbig machen. Das ganze Ding heißt also H2O. Dieses Molekül mal 6 mal 10 hoch 23 ergibt ein Mol H2O. Und ich könnte noch größere oder ganz andere Moleküle und riesige große Moleküle nehmen. Aber was anderes müsste deutlich werden. Hier habe ich die ganze Sache, diese U's mal 1000 genommen. Wenn ich die mal 10 hoch 23 nehme und dann nochmal 6 nehme, ganz egal, wenn ich einen anderen Faktor einführe, dann hätte ich hier Folgendes. Dann hätte ich hier also 4 U, ich bleibe mal hier, 4 U mal 6 mal, ich habe das jetzt abgekürzt, diese 6,022, die gebrauche ich so, ja, ich weiß, mal 6 mal 10 hoch 23. Und hier könnte ich das Ganze machen mit 32 U. Ne? Ich meine hier diese 32 U. Ich umgehe jetzt den Faktor 1000 mal. Und dann sind das eben 32 U mal 6 mal 10 hoch 23. Und das gleiche könnte ich rechts auch machen. Das spare ich mir jetzt auf. Ja, kleinen Moment. Ja, richtig, ganz genau. Es geht hier darum, weshalb ich die ganze Sache mit den U's nochmal vorführe. Die U's sind so kleine Einheiten, so kleine Masseeinheiten, dass man damit wirklich, man kann nichts abwiegen damit. Atome sind ja bekanntlich, früher galten sie mal als die allerkleinsten Teilchen, die unteilbaren, ist ja vorbei. Atome sind also so leicht,
dass ich irgendwie mir was einfallen lassen muss. Und wie gesagt, die Chemiker, die haben sich gesagt, jetzt nochmal hier zu dem rechten Teil, ein Teilchen, wenn das so klein ist, und ich nehme 6 mal 10 hoch 23 Stück davon, dann habe ich ein Mol. Und die Teilchenanzahl, egal wie die Teilchen aussehen, ob das Wasserstoff ist, ob das Schwefelsäure ist, ob das Magnesiumoxid ist, ob das Strontium oder Polonium oder ganz egal, diese Teilchen mal 6 hoch 10, mal 6 mal 10 hoch 23 ergibt ein Mol dieser Teilchen. Wie die Teilchen heißen, ist egal. So. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann kann ich sagen, aha, dann hätte ich 4 mal 6 mal 10 hoch 23. Da sagt man dann dazu, das ist die sogenannte molare Masse. Also hier in diesem Fall ergibt das eine bestimmte molare Masse. Und zwar, die beträgt hier, und das kann man sich ganz einfach merken, 4 mal 4u mal 1 Mol entspricht dann also, das sind dann hier in diesem Fall 4 Gramm. Hier in diesem Fall hatte ich ja 32u, und da ist die molare Masse. Also die 32u mal 6 hoch 10 ergibt, manche sagen auch Molmasse dazu. Ich habe das jetzt aber abgekürzt, das heißt nicht Molmasse, Molmasse müsste ich dann groß schreiben. Ergibt dann hier in diesem Fall 32 Gramm. Und jetzt schreibe ich das Wort mal hier. Die 36u mal 6 mal 10 hoch 300 ergibt die, das sind alles die gleichen Worte. Molmasse, das Wort, wer das hört, der kann das auch sagen, das wären also 36 Gramm. Wohlgemerkt, 4 Gramm eines Mols Wasserstoff. 4 Gramm von einem Mol Wasserstoff in diesem Fall. Ein einzelnes Wasserstoffatom, so wie hier, mal 6 mal 10 hoch 23, ergibt ein Mol Wasserstoff, wiegt dann nur 1 Gramm. Ich habe aber hier 4 Stück. Woher die 4 Stück kommen nochmal? Weil ich hier 2 mal 2 sämtliche Wasserstoffatome zusammengezählt habe. Nur und wenn ich mir das so überlege, jetzt habe ich es ja einfacher. Jetzt könnte ich auch Folgendes sagen. Na gut, dann verdoppeln wir mal den Wasserstoff. Nehme ich mal 8 Gramm davon. Jetzt löse ich mich von der Gleichung. Ja, dann muss ich hier auch das Doppelte haben. Dann muss ich hier 64 Gramm haben. Und dann ergibt sich hier auch das Doppelte, das sind dann 72 Gramm. Anders gesagt, wenn ich die Massen wenn ich die mal zusammenzähle, wir wissen ja aus den Versuchen, dass keine Masse verloren geht, dann entstehen aus 4 plus 32 36 Gramm oder 8 plus 64 72 Gramm und so weiter. Auch das bleibt erhalten. Und jetzt kommt eine ganz einfache Berechnung, jetzt kommt die stöchiometrische Berechnung. Ich schreibe nochmal ganz schnell die Formel hin. 2H2 plus O2 ergaben dann H2O, aber zwei Anteile davon. Ich mache das in hellblauer. Die Berechnung, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, jetzt nehme ich mal eine krumme Zahl oder eine scheinbar krumme Zahl, 20 Gramm Wasserstoff reagieren lassen und ich weiß noch nicht, wie viel Sauerstoff ich dazu brauche. Dann mache ich Folgendes, ich gucke im Tafelwerk nach und sage 2 mal 2 sind 4. Im Tafelwerk die Atommasse beträgt 1 bei Wasserstoff, also sind das 4u. Und hier hatte ich 1, 2, 2 mal 2, das sind 16u. Dann kann ich aus diesem hellblauen, kann ich folgende Gleichung aufstellen, und zwar eine Verhältnisgleichung. Mich interessiert jetzt nicht, wie viel Wasserstoff dabei rauskommt, sondern ich möchte wissen, wie viel Sauerstoff brauche ich. Dann sage ich, gut, dann entsprechend 20 Gramm 4u genauso wie x 16u. Und das lässt sich einfach lösen. Einfach ein Regiestrich dahinter, mal 16u. Dann sieht meine Gleichung, ich muss jetzt mal hier hinschreiben, wie folgt aus. 20 Gramm durch 4u mal 16u ergibt x, meine Stoffmenge, Sauerstoff, die ich brauche. Jetzt gucken wir uns das mal an. Einheiten kürzen sich, ne? U durch U ist 1, U durch U ist 1. Das bleiben Gramm übrig, ich will ja auch Gramm haben. Jetzt kann ich hier wieder kürzen. In diesem Fall ist das, ja, ich hatte gesagt, krummes Beispiel. Ich hätte es auch anders machen können. Ich hätte hier, ach nein, ist egal. Die 4 durch 4 ist 1 und die 16 durch 4 ist 4. 4 mal 20, ich brauche 80 Gramm Sauerstoff.
Und wäre damit fertig. Falls sich diese Verhältnisgleichung hier, diese, ich mache sie mal rot, wenn ich die verkehrt rum aufgestellt haben sollte, mal ganz kurz ein alter Trick dazu. Also wenn ich hinschreibe, 4u verhält sich zu 20 Gramm genauso wie 16u zu x. Jetzt steht mein x unterm Bruchstrich. Ich habe aber auf beiden Seiten saubere Brüche. Dann kann ich Folgendes machen. Ich stürze. Stürzen heißt, ich muss beide Brüche umdrehen. Und dann erhalte ich wieder meine Gleichung. Also ich schreibe das, die 20 Gramm oben hin, die 4u unten. Und unbedingt, wenn ich stürze, dann auf beiden Seiten. Und jetzt habe ich wieder meine Gleichung, die ich entsprechend umstellen kann. Jetzt geht es hier wieder weiter. Ich hoffe, das war bis dahin verständlich. Das kann ich auch mit anderen Beispielen machen. Jetzt fällt mir folgendes Beispiel ein. Ja, typisch, ganz typisch und wichtig auch in der Industrie, eine Redoxreaktion folgender Form. Wir kennen alle Thermitreaktionen. Ich hoffe, dass ihr das wisst. Also ich habe einerseits Fe2O3 vorliegen, das ist Eisenoxid, Dieisentrioxid, ganz korrekt. Und ich mische das mit Aluminiumpulver zu folgendem Zweck, damit ich reines Eisen erhalte. Und was dann aus dem Aluminium wird, ist wohl klar. Aluminium wird höchstwahrscheinlich, das ist übrigens dreiwertig, wird höchstwahrscheinlich oxidiert werden. Das Eisen wird reduziert zu dem Zweck, dass man aus dieser Reaktion flüssiges Eisen erhält und das zum Schweißen nehmen kann. Ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Jetzt gucken wir mal. Stimmt hier alles? Oh, es stimmt noch nicht. Eisen kommt hier zweimal vor, hier nur einmal. Ich schreibe mal hier eine 2 davor. Wohl wissend, dass das, naja, dass ich mich auch um den Rest kümmern muss. Ich gucke hier nochmal, Al kommt zweimal vor, dann schreibe ich hier auch eine 2 davor. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob alles stimmt. Zweimal Eisen links, zweimal Eisen rechts, zweimal Aluminium rechts und jawohl, und das O3, das geht praktisch nur über. Ich muss also hier nichts davor schreiben. Und jetzt kann ich wieder loslegen. Jetzt sage ich, gut, jetzt gucke ich im Tafelwerk nach. Im Tafelwerk, ich fange ganz einfach an. Also, die typische Frage wäre hier in diesem Fall, wie viel Aluminiumpulver, nee, machen wir es, wie viel Eisenoxidpulver muss ich dazugeben, obwohl die, ja doch. Ich mache das mal über den Reaktionsfall hinweg. Wie viel Eisenoxidpulver und machen wir es gleich noch so. Und wie viel Aluminiumpulver muss ich dazugeben, wenn ich 1 Kilogramm Eisen brauche? Was hier hinten draus wird, ist mir egal. Also ich brauche das richtige Verhältnis dieser beiden für 1 Kilogramm. Das ist nicht weiter schlimm, das wird genauso eine Verhältnisgleichung wie vorher. Ich muss mich jetzt bloß nochmal um die U's kümmern. Also auf zum Eisen. Wir tragen jetzt mal sämtliche Werte zusammen. Moment. So, in der Zwischenzeit habe ich aus dem Tafelwerk haben wir das ja alles rausgesucht und zwar schnell nochmal erläutert. Eisen hat eine Atommasse von 56 U. Ich habe aber zwei Eisenmoleküle, also habe ich hier 2 mal 56 U drüber geschrieben. Sauerstoff 3 mal 16 U. Aluminium 2 mal 27 U. 27 U, das kann man direkt aus dem Tafelwerk ablesen und der Vollständigkeit halber habe ich das auch noch hier hingelesen. Jetzt fassen wir mal die Molekülmassen zusammen und dann können wir natürlich auch sagen, das wäre, wenn ich das mal 6 mal 10 hoch 23 nehme, die molare Masse, aber das ist jetzt unwichtig. Also. X verhält sich zu, jetzt müssen wir das alles zusammenrechnen, 2 mal 56, das sind 112, 112 und 48, 112 und 8 ist 120 und 140 sind 160, wenn ich mich richtig daran erinnere, wie ich zu rechnen habe. Gucken wir hier, das sind 54 U. Ich kann ruhig mit U schreiben. Ich muss jetzt keine 6. Ich muss jetzt nicht extra die molare Masse dafür bestimmen. Und hier ist es wieder einfach. Hier kann ich sagen, ja, das sind 112 U. Jetzt könnte man den Spaß machen und sagen, naja gut, der Vollständigkeit halber, sozusagen als, das ist jetzt eine Probe, die ich mache. Probe. Das ist nur eine Probe. Das sind 2, das sind 54 U, ne, die beiden Aluminiume und 48 U zusammen. Da muss ja links und rechts das gleiche rauskommen. 58, 54 und 8
sind 62, 102. Das wären also 102 U. Zählen wir mal zusammen zur Probe. 102 plus 112 sind 214. Und ja, wenn ich das links zusammenzähle, das stimmt. Also wie gesagt, das hier und das, das war nur eine Probe, ob ich alle U's richtig ausgerechnet habe. Wer es nicht kann, macht es mit dem Taschenrechner, einverstanden. Aber das wird man ja wohl im Kopf können. Gut, jetzt stelle ich die Verhältnisgleichung auf. Was ich nicht gerne mache, ist das hier. Ist gleich, ist gleich, ist gleich. Es ist zwar gleich, aber ich rechne gerne in Gleichungen. Fangen wir an mit der ersten Gleichung. Die erste Gleichung, um zum Beispiel zu wissen, wie viel 1 Kilogramm Eisen brauche ich. Wie viel brauche ich Eisendioxid? Dann kann ich nicht mit diesem Teil anfangen, denn hier habe ich zwar unbekannte x und y, sondern ich muss mit diesem und diesem Teil anfangen. Und ich schreibe das als Verhältnisgleichung erstmal auf. X zu 160 U ist genauso wie 1 Kilogramm Eisen, was ich dann haben möchte, zu 112 U. Naja, mal 160 U. Dann ergibt sich also x ist gleich 1 Kilogramm mal 160 U geteilt durch 112 U. Die U's kürzen sich. Ich habe mich also um die Einheiten gekümmert. Kilogramm bleibt übrig und jetzt könnte ich beigehen und das alles mit dem Taschenrechner ausrechnen. Nicht so wichtig, nicht so schlimm jetzt. Könnt ihr dann in Ruhe machen. Kümmern wir uns jetzt um das Aluminium. Dann brauche ich diese Größe und diese Größe. Also Y verhält sich zu 54 U genauso wie 1 Kilogramm Eisen zu 112 U. Hier wieder mal 54 U und ich kann Y gleich mit dem Taschenrechner ausrechnen. 1 Kilogramm mal 54 U geteilt durch 112 U. Die U's kürzen sich, ich habe also richtig umgestellt. Tipp, 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 Taschenrechner, fertig. So lässt sich eigentlich jeder denkbare Quatsch ausrechnen. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist wirklich einfach. Man kann die unmöglichsten Formeln hinschreiben, wenn man alle U's aus dem Periodensystem herausgesucht hat und entsprechend hingeschrieben und eine ausgeglichene Gleichung vorliegen hat. Also die muss ausgeglichen sein, ne, sonst klappt das nicht. Dann wäre man damit durch. Das ist der Trick. Einfach hier oben entsprechend hinschreiben, sich freuen, vielleicht nochmal eine Probe machen, ne, ob das geklappt hat. Hier, das ist der Trick. Das war es eigentlich. Damit kommt man dann weiter. Also die U's raussuchen, hinschreiben, Probe eventuell machen, vorher natürlich ausgeglichen haben. Und bei einer ausgeglichenen Gleichung immer daran denken, dass man auch die U's entsprechend multipliziert. Und dann geht das hier weiter. Also das ist dann nicht mehr schwer. Jo. Ich hoffe, dass. Reicht jetzt dazu. Mit Gasen ist es noch einfacher, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Da gibt es auch genug bei YouTube zu sehen, also da könnt ihr euch noch satt gucken dabei. Gut, also, na denn. Selber üben macht schlau, nochmal rangehen, ne? Selber hinschreiben, lasst euch eine Gleichung einfallen, schreibt es raus, bastelt, also ich meine eine chemische Gleichung, bastelt dann eure entsprechende Verhältnisgleichung, so wie ich es hier in Rot und Dunkelgrün gemacht habe, und übt das selber. Selber hinschreiben macht schlau, sage ich nochmal. Mathematik muss durch die Hand. Das war der chemische Teil dieser Mathematik. Der Rest ist, wie gesagt, wieder einfach. Na dann, schönes Üben wünsche ich.